Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Linux-Tutorial. Heute geht es darum, wie kann ich bei mir in den Einstellungen einen DNS-Server ändern. Jetzt, was ist ein DNS-Server und wie bringt mir das irgendwie was? Warum sollte ich das überhaupt tun? Naja, ihr müsst das auf keinen Fall tun, sonst könnt ihr jetzt wahrscheinlich gerade diese Seite nicht anklicken, wenn ihr es tun müsstet. Aber ihr könnt es tun, um euer Internet eventuell schneller zu machen. Es gibt verschiedene DNS-Server. DNS bedeutet Domain Name Server und das ist quasi genau der Server, wo ihr nachfragt, hey, was ist denn eigentlich youtube.com? Zu was für einer IP-Adresse gehört das? Warum brauche ich jetzt eine IP-Adresse? Naja, wenn ich auf irgendeine Webseite zugreife oder irgendwas im Internet mache, dann brauche ich immer eine IP-Adresse. Immer? Ja, immer, tatsächlich. Und wenn ich irgendwas in meinem Browser eingebe, dann wird erstmal der Name aufgelöst zu einer IP-Adresse. Das heißt, wenn ich YouTube hier jetzt einfach mal anpinge, youtube.com anpinge, dann sehen wir hier, kann ich abbrechen, wir haben hier tatsächlich eine IP-Adresse zu youtube.com bekommen, und zwar die 172.217.16.206. Und wie diese Namen, also youtube.com, jetzt aufgelöst werden zu diesen IP-Adressen, das funktioniert über einen Domain-Name-Server. Und den kann ich natürlich einstellen, wie ich das möchte. Am besten nehme ich einen, der sehr, sehr schnell ist und der nah bei mir ist, denn dann braucht das Paket nicht so lange, bis es ankommt. Gut, jetzt, wie kann ich diese Dinge ändern? Und dazu gibt es einfach eine wunderbare Datei. Ich werde sie jetzt einfach mal mit Gedit editieren. Ihr könnt auch Vim oder Nano oder was auch immer ihr benutzen wollt. Ihr könnt alles benutzen. Aber ihr müsst es über sudo machen, sonst dürft ihr es nicht speichern und das wäre schade. Okay, die Datei liegt in Linux in etc... resolve.conf. Und ja, mein Passwort. So, und jetzt haben wir hier Nameserver 127.0.1. In den meisten Fällen solltet ihr hier eigentlich nichts ändern dran. In meinem Fall werden die Änderungen, die ich hier reinschreibe, sogar überschrieben, was irgendwie, naja, warum sollte ich euch dann sowas zeigen? Naja, zum Beispiel, wenn ihr einen Server habt, und darum ging es auch eigentlich, warum ich diese Datei tatsächlich mal angefasst habe, oder wenn ihr irgendwie ein relativ arg customizable Betriebssystem habt, das heißt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Arc Linux oder sowas, dann könnt ihr hier tatsächlich was anderes reinschreiben. Der DNS-Server von Google zum Beispiel ist 8.8.4.4 oder 8.8.8.8. Da könnt ihr einfach dann das Ding eintragen statt diesem 127.0.1.1. Aber es gibt auch noch sehr, sehr viele andere, die euch vielleicht interessieren könnten. Und ja, ein paar davon wären, keine Ahnung, also es gibt saumäßig viele davon. Am besten googelt ihr einfach, aber ich würde euch entweder empfehlen, den drin zu lassen oder den von Google zu nehmen. Oder natürlich dann einen speziellen, den ihr aber vorher irgendwie wissen müsst. Und in meinem Betriebssystem, wie gesagt, wird das hier eh wieder überschrieben. Das heißt, ich zeige euch noch kurz einen anderen Weg. Und zwar rechts unten, da wo man dieses wunderbare Kabel findet, das ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, kann man sich hier ein Fensterchen öffnen. Da geht man dann auf Netzwerkverbindungen, dann landen wir hier. Und die können wir bearbeiten. Dazu gehen wir erstmal hier auf IPv4 und dann müssen wir hier automatisch DHCP erstmal ausstellen, sondern nur automatisch DHCP nur Adressen eingeben. Und dann können wir hier die DNS-Server eintragen, so viele wie wir wollen, also zum Beispiel 8.8.8.8, 8.8.4.4. Das wären dann zum Beispiel zwei DNS-Server, einfach durch ein Komma getrennt. Ihr könnt da so viele eintragen, wie ihr wollt und die werden dann einfach von links nach rechts durchprobiert. Gut, das wären sozusagen die zwei Möglichkeiten. In meinem Fall, wie gesagt, müsste ich das Ganze über die GUI machen, aber wenn ihr irgendwie mit einem Server oder mit einem relativ stark manipulierbaren Dingens arbeitet, also sowas wie Arc Linux, dann werdet ihr das direkt in der resolve.conf einstellen müssen. Und ja, manchmal kann es, wie gesagt, durchaus ein bisschen mehr Speed bringen. In den meisten Fällen wird es euch nicht viel helfen, aber ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.